Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Ja. Wir haben beim letzten Mal den Maskenhaini getroffen. Und seine Frau. In seinem Versteck. Oder irgendwie so. Und eins muss ich sagen, was. Ich merke es ja oft an. In diesem Spiel bin ich tendenziell wirklich oft verwirrt, weil ich nicht ganz kapiere, was gerade vor sich geht. Allerdings. Muss man theoretisch sagen, das ist von den Entwicklern nicht schlecht gemacht, weil Phoenix in Theorie ja auch keinen Plan haben dürfte, was hier gerade abgeht. Man ist also... Die Spielfigur und der Spieler sind vom Wissen her einfach mal auf dem gleichen Niveau. Keine Ahnung, was hier los ist. Reden wir das mit dir. was ihren Mann angeht... Einfach süß, oder? Manchmal vielleicht ein wenig willensschwach. Ja, und das scheint irgendwie nicht so unbedingt in das Profil des Diebes zu passen, oder? Ein wenig. Feldmann, habt ihr mitbekommen, dass Maya im Fernsehen erwähnt wurde? Och, echt? Sie ist die gehörte Dione und du machst ein dubioses Praktikum in einer Kanzlei. Für ein Praktikum wäre das, glaube ich, schon ziemlich lange. Ich meine, Maya ist jetzt wie lange dabei? Gut 3 Jahre? Ich meine, ja, zwischendurch war sie halt eine ganze Weile auch wieder weg. Aber trotzdem, merken, nach diesem Programm keine Nachrichten gucken. In diesem Programm. Danach hielt ich es für eine gute Idee, einen Anwalt aus dem Beitrag aufzusuchen. Warum? Ich verstehe. Nicht. Nee, ernsthaft, Phoenix, du verstehst das? Ich nicht. Meine Runde hat sehr viel Fantasie und ist sehr leicht, in das Licht zu führen. Er bestand darauf, sich der Polizei zu stellen. Ich war völlig verzweifelt. Hä? Okay, alles klar. Er sagte, ich weiß, ich habe die Uhr gestohlen, das, als wäre das möglich. Wie jetzt? Was? Aber Sie meinen, er war es nicht? Natürlich nicht. Warum sollte man Ronnie so etwas tun? Naja, wissen Sie, die ist sehr wertvoll und er ist, also, Kann es sein, dass seine Frau nichts von seiner geheimen Identität weiß? Wie könnte sie es nicht wissen, wenn der ganze Scheiß bei ihm rumsteht? In dem Zimmer, wo wir gerade alle zusammen drin stehen. Okay, Ich bin jemand, der immer auf der Jagd nach dem richtigen Nervenkitzel ist. Adrenalin-Junkie? Oh, Nervenkitzel, hm? Ja, am glücklichsten bin ich bei vollem Tempo auf meinem Motorrad. Das könnte die Brille erklären. Beim Motorradfahren ist man immer ganz hart am Limit. Verstehst du, was ich meine? Naja, kommt drauf an, wie man fährt. 180 durch die Stadt! Ich bin nicht der Typ für ein langweiliges, gewöhnliches Leben ohne jede Action. Darf ich anmerken, dass das irgendwie ein ziemliches Gegenteil von Ronnie zu sein scheint? Er wirkt so, als könnte er ein ruhiges Leben ohne jegliche Spannung gut brauchen. Naja. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber Ron wirkt nicht gerade riesig. Ja, was ich gerade sagte. Da liegst du richtig, er ist nicht gerade wild auf Gefahr und Abenteuer. Aber er hat dafür andere Qualitäten. Andere Qualitäten? Ja, Geld! Wow! Wow! Ernsthaft! Ronny ist sehr reich und wahnsinnig großzügig. Er hat mir meine Maschine geschenkt, die ist so schnell, da wird einem schwindelig. Und was das Shoppen angeht, ich shoppe so viel, da wird Ron ganz schwindelig. Okay. Okay. Verstehe. Nur die war tatsächlich so weit, der ist ihm wirklich total schwindig geworden. Die Frau ist echt ein kostspieliges Vergnügen. In Bezug auf das Motorrad könnte man sagen, sie hat ein Rad ab. Und wo hat Herr Adelaide das ganze Geld her? Ronny ist ein Wachmann, da setzt man ständig sein Leben aufs Spiel, nicht wahr? Aber dafür kriegt man auch einen Haufen Geld bezahlt. War ich zu bezweifeln. Er ist Wachmann? Ich glaube, jetzt wird mir gleich schwindelig.
Können Sie uns sagen, was letzte Nacht passiert ist? Hm, wann fand das Verbrechen nochmal statt? Wann war das nochmal, Maya? Wann war das nochmal, Pearly? Nun, Inspektor Gamschau zufolge war es gegen 2:30. Die letzte Nacht war fürchterlich, ich wurde angehalten. Auf dem Motorrad, weil du zu schnell gefahren bist? Ja, meine besten Flüge unternehme ich nachts. Flüge? Ernsthaft, du nennst das Flüge? Na, von mir aus. Ja, jedenfalls gestern Nacht wurde ich angehalten von einem Polizisten. Ich dachte von einem Gnu. Kaum zu glauben, dass er mich gekriegt hat, ich sag dir. Es okay. Interessant. Das war eine Verfolgungsjagd. Als er mich schließlich hatte, war er weiß wie ein Bettlaken. Was ist mit dieser Frau los? Gegen 3 Uhr früh war ich dann endlich zu Hause. Hört sich nach einem wasserdichten Alibi an. Ja, für sie vielleicht, aber nicht für Ronnie. Und was war mit Ronnie? Das weiß ich nicht. Zu der Zeit waren wir nicht gemeinsam unterwegs. Als ich nach Hause kam, hat er schon fest geschlafen. Also hat er kein Alibi. Natürlich nicht, ansonsten wäre es ja auch zu einfach. Okay, ich gehe einfach nochmal zu ihm zurück. Das ist meine wunderschöne, Frau. Ist sie nicht wunderschön? Ja, gewiss. Starr! Ach, Pearls, komm schon. Na, genau das Thema, was ich vor Pearls nicht anreißen wollte. Aber Desi hält nichts von meinen Interessen. Ich fürchte jetzt also, dass sie mich nicht mehr liebt. Was soll ich nur tun, wenn ich sie zurückhaben will, muss ich wirklich super ehrlich sein. Jetzt ist er wieder so nah in eine kleine Welt gerutscht. Super. Was mache ich denn jetzt? Mit wem soll ich gerade reden und warum? Ich auch nichts. Ah, wobei, eine Idee habe ich noch. Ich meine, es kam mir schon komisch vor, dass wir so plötzlich quasi wieder bei... Nee, nicht da. Nein. Dass wir so plötzlich hier weg sind, ohne Information. Wahrscheinlich soll ich ihr irgendwas zeigen. Womit fangen wir an? Die Maske? Was wissen Sie darüber? Nein, zeige das nicht, Nick. Das Problem ist streng geheim. Schon vergessen? Oh, ups, tut mir leid. Aber wie sie gerade streng geheim betont hat, war noch mal ein größerer Fehler. Immer wenn ich streng geheim höre, macht mich das super neugierig. Okay. Damit? Vorteil, Sie wissen doch darüber Bescheid, oder? Über Ihren Mann und den Maskenfritzen. Heini, Entschuldigung. Maskenheini, na klar, ich weiß alles. Mein Mann ist sein größter Fan. Könnte schon er hinkommen, gebe ich ja zu. Ein größter Fan? Ja, und Ronnie leidet manchmal unter Wahnvorstellungen. Und so ist dieses ganze Missverständnis ja erst zustande gekommen. Moment mal. Sagten Sie gerade Wahnvorstellungen? Ja, ganz richtig. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Weißt du, Ronnie glaubt ernsthaft, dass er der Maskenhani ist. Ja und? Wovon reden Sie? Dachte ich mir doch, dass da nur irgendwie... Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Und wann hat sich Ron zum ersten Mal in den Maskenheini verwandelt? Wovon redest du? Er ist nicht der Maskenheini. Aber
Aber Moment mal. Sieh dich doch mal um, das ist doch offensichtlich das Maskenheinis Versteck. Nein, nein, da liegst du völlig falsch. Das Versteck eines echten Diebes würde ganz anders aussehen. Ronny selbst ist so schüchtern, dass er heroische Persönlichkeiten bewundert. Heroisch? Der Maskenheini? Er wurde also getäuscht. Kann das wirklich sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn er die Urne wirklich gestohlen hätte, dann hätte er sie doch noch, oder? Naja, es klingt zumindest logisch. Warum fragst du ihn denn nicht einfach, ob er die Urne noch hat? Da hat sie nicht Unrecht. Ja, aber das haben wir schon geklärt. Aber irgendwas an Rons Verhalten stört mich. Vielleicht stimmt es, vielleicht ist Herr Delight nicht der Maskenheini. Entschuldigung, dürfte ich eine Frage stellen? Niki? Was gibt's? Ich weiß, ich wirke vielleicht wie ein böses Mädchen. Aber mit illegalen Aktivitäten will ich auf keinen Fall was zu tun haben. Das habe ich gespürt. Unter ihrer harten Schale steckt ein weicher Kern. Jemand versucht mit dem armen Ronny was anzuhängen. Würdest du das hier Ronny geben? Ein Brief. Okay. Ja, für Ronny, ich möchte, dass er sich wehrt. Okay. Was auch immer. Gut. Das wollte ich doch nur haben. Die Musik, die hier läuft, ist auch awesome. Wirkt aber, wenn man sein Gesicht so sieht, etwas unpassend. Ach ja, richtig. Hier, der ist von ihrer Frau. Oh, von Desiree, vielen Dank. Brief an den Maskenheini ausgehändigt. Eigentlich eher entrissen. Lieber Ronny, wie geht es dir? Mir geht's gut. Er umklammert diesen Brief so fest, dass gleich die Tinte rausgequetscht wird. Das will ich gern sehen. Er sieht so glücklich aus. Sie sollten dem mystischen Meier auch einen Brief schreiben, Herr Nick. Ich finde es immer putzig, wie Pearl sich freut. Herr Anwalt. Was gibt's? Desi hat in ihrem Brief geschrieben, bitte ihn dein Anwalt zu sein. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, aber würden Sie meinen Fall übernehmen? Au. Der Prozess beginnt morgen, wie immer. Beginnt morgen. Hauptsache keine Zeit. Hey, Moment mal! Er kann Sie nicht vertreten. Warum nicht? Naja, Phoenix, weil quasi offiziell Maya als das Opfer benannt ist und Maya dann Assistentin ist und das, ja, deswegen halt. Was soll das heißen? Warum nicht? Wir sind die Opfer in diesem Fall, nicht wahr? Die Opfer von diesem Maskenheini. Ja, aber er war es nicht. Zumindest dieser hier zufolge. Sie sagte, armer Mann hat sich selbst eingeredet, dass er es war, oder, Herr Nick? Jetzt komm aber, die lügt doch bestimmt mit ihrem, um ihren Ehemann zu schützen. Ja, stimmt. Eigentlich nicht. Das ist überaus schwer. Phoenix? Nein! Oh nein, das ist ansteckend. Bitte, ich gebe Ihnen dafür auch einen Schatz Ihrer Wahl. Du hast nicht, Nick, er ist ein Dieb. Hey, Nick, ich stimme dem mystischen Maya zu. Tja, ich muss schon zugeben, irgendwas an dem Kerl riecht wie Sushi von letzter Woche. Fischig, ja? Eine komische Umschreibung des Wortes fischig? Ich sollte wohl wirklich ablehnen, aber wenn ich das tue, übernimmt wohl niemand anders den Fall von dem armen Kerl. Nun, Herr Leid, ich habe mich dazu entschlossen, den Fall... Ich habe doch gerade gesagt, du sollst ihn ablehnen! Stopp. Ablehnen! Als ob.
immer diese vorgegaukelten Entscheidungen. Ist das Pokémon hier, oder was? Möchtest du Tony hören? Nein, ich erkläre es dir trotzdem. Nee. Ich habe mich dazu entschlossen, ihren Fall anzunehmen. Ich sagte zwar gerade eigentlich, dass ich ihn ablehnen will, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem an, weil wegen Gurkenbaum. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein. Warum? Ach komm, man hätte doch wenigstens einen witzigen Dialog einbauen können von wegen, ja, dann halt nicht. Und jetzt musst du es halt nochmal von vorne machen, weil Pech gehabt. Es wäre zumindest... Ach komm, warum? Warum darf ich mich ablehnen? Warum stellst du überhaupt die Frage, wenn ich ihn ja doch annehmen muss? Henning, ich habe mich in ihn getäuscht. Ich hätte ihn nicht vertrauen sollen. Pearls? Sie verteidigen den Kerl nach allem, was er dem mystischen Maya angetan hat. Ich werde ihn niemals verzeihen. Ach, Pearls. Pearlie, warte. Das sieht nicht gut aus. Ich gehe nach. Okay. Nette Musik. Vielleicht ein bisschen überreagiert von Pearlie, aber na gut. Was auch immer. Das tut mir leid, ich wollte ihnen wirklich keinen Ärger machen. Naja, vorher hätte ich auch wissen sollen, dass sie so reagiert. Naja, dass sie zumindest irgendwie ein bisschen sauer ist, hätte ich ja vielleicht schon erwartet, weil... Naja, weil sie auf jeden Fall auf Mayas Seite stand, von wegen, nimm den Fall nicht an. Trotzdem, Frage, warum nimmst du den Fall an? Schätze, ich kann genauso gut gleich mit den Ermittlungen anfangen. Oh, Maya. Wo ist Pearls? Sie sagte, sie geht zurück zur Kanzlei. Siehst du nachher bitte nach ihr? Natürlich. Und was ist mit dir? Findest du es okay, dass ich dem Typen helfe? Ja, geht schon in Ordnung, Nick. Ich glaube an dich. Ich glaube, ich muss weinen. Oh! Wie putzig. Ich weiß, dass sie viel zu tun haben. Ich bin ihnen wirklich dankbar. Ja, viel zu tun. Dank dir. Jetzt. Okay, Nick, machen wir uns an die Arbeit. Natürlich. Fangen wir da an. Wo auch sonst. Anwaltskanzlei Wright und Partner. Hallo Pearlie. Ah, Henning, willkommen zurück. Tag Pearls. Du bist auch wieder da, wie ich sehe. Ich habe uns Erdbeerkuchen besorgt. Ich habe Angst. Ich werde jetzt einen Tee dazu machen. Okay. Anscheinend nimmt sie sich das, was in der Strafanstalt passiert ist, sehr zu Herzen. Das Flashback, was vor einer Minute war. Ja gut, wahrscheinlich könnte man auch erst deutlich später zurückkommen oder so. Mystische Maya, der Tee ist fertig. Tee, meiner ist leider gerade alle. Vielleicht mache ich mir nicht mal. Dankeschön. Na los, Henning, bitte nehmen Sie sich was von diesem Kuchen. Kuchen. Na, what? Jetzt nicht, nee. Dankeschön, Pearls. Oh, Verzeihung, ich war gerade dabei, die Toilette zu putzen. Ich dachte, die wurde heute schon dreimal geputzt. ist schon okay, die habe ich erst heute. Ja, eben. Zu spät. Das könnte die richtige Gelegenheit sein, um nach ihr zu fragen. Nach ihr? Ich habe Pearls vor einem Jahr kennengelernt. Das war, als der Mord in Kuhreihen geschehen war. Ich weiß noch, was sie zu mir sagte, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Sie sind Henning, richtig? Sie sind der besondere jemand, der mystische Maya.
Hey Maya, ich hatte immer gedacht, sie hätte das gesagt, weil sie klein war. Aber was? Pearls, ich glaube, sie hatte einen falschen Eindruck. Von dir und mir. Hä? Da gibt es etwas, das du verstehen musst. Und was wäre das? Es ist so eine Art Sitte in Kurain sozusagen. Das interessiert mich jetzt. Was für eine Sitte? In Kurain gibt es kaum Männer. Keine Ahnung, wir haben eigentlich nicht viele Personen dort gesehen. Und tatsächlich waren das alles Frauen, die dort waren. Wo du es jetzt erwähnst, ich habe dort nie Männer gesehen. Ich habe dort auch nie wirklich jemanden außer der Familie gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir vor langer Zeit davon erzählt habe. Das spirituelle... Kann sein, dass es mal erwähnt wurde, weiß ich nicht mehr. Dass spirituelle Kräfte in der Familie vielleicht stark verwurzelt sind. Ja, das hast du. Und aus diesem Grund machst du eine Ausbildung zum Medium, oder? Ja, die Sache ist nur, dass ausschließlich Frauen diese spirituelle Kraft erben. Ich glaube, das wurde wirklich mal irgendwo erwähnt. Könnte im zweiten Teil gewesen sein. Deshalb dreht sich die gesamte Kultur in Kurain um die Frauen dort. Aha, das Feministendorf. Nun, das ist verständlich. Gar kein Problem. Naja, gewisserweise halt wirklich verständlich. Ich meine, wenn dieses Dorf quasi auf diese Schule ausgelegt ist, dann können Männer da quasi noch nicht viel machen. Ja, aber deswegen gibt es dort viele gescheiterte Ehen. Echt? Wie hängt das jetzt zusammen? Nun, die Männer fühlen sich meist nach einer Weile vernachlässigt und gehen fort. Besonders dann, wenn der Mann eine Tochter hat. Willst du damit sagen, dass Pearls Vater... Er ist weg, er hat das Dorf verlassen, als es noch ganz klein war. Sie ist jetzt auch noch klein. Wie alt war sie? Kurz nachgucken. 9, war gut. Ja, und sie hat in ihrer Kindheit nichts anderes als unglückliche Ehen gesehen. Deshalb ist sie so sensibel bei solchen Dingen. Das erklärt immer noch nicht, wieso sie denkt, dass ihr zwei zusammen seid. Pearls scheint dich sehr gern zu haben. Nun, ich bin eben ihre einzige Cousine und, ja. Wegen des Mordes im letzten Jahr sitzt Pearlys Mutter im Knast, ja. Stimmt. Die Aale-Schreckschraube. Jetzt fällt es mir wieder ein. Pearls Mutter, die habe ich ja völlig vergessen. Wie konntest du das vergessen, gerade wenn es erst ein Jahr her ist? Sitzt derzeit in Einzelhaft. Verstehst du, ich bin zurzeit ihre einzige Familie, die Pearly noch hat. Allerdings sieht es bei mir auch nicht anders aus. Deine Mutter ist auch verschwunden. Ja, aber auch das wurde schon mal in einem früheren Teil erwähnt. Ich glaube sogar im ersten und im zweiten. Ging es nicht sogar? Die Vergangenheit wurde doch da auch schon mal irgendwo in einem Fall aufgerollt. Ich weiß nicht mehr in welchem, aber in irgendeinem wurde es mal aufgerollt. Deine Mutter ist also immer noch verschwunden. Ja, was hast du denn gedacht? Ja, und keiner hat eine Ahnung, wo sie ist. Mayas Mutter, Misty Fay. Ich glaube, das wurde so noch im ersten Teil erwähnt, aber ich weiß es nicht mehr. Die aktuelle Meisterin der Kurainer Beschwörungstechnik. Beziehungsweise nicht mehr so aktuell, weil keiner weiß, wo sie ist. Sie ist vor 17 Jahren verschwunden, nachdem sie in einen Fall verwickelt war. Aber du bist dir sicher, dass sie noch lebt, richtig? Ja, das weiß ich. Als Medium weiß ich das. Nichts für Unmut, aber diese Begründung klingt für mich einfach so komisch. Ich weiß das halt. Ist so. Und wenn deine Mutter nicht zurückkehrt, was dann? Dann werde ich laut den Gesetzen des Dorfes die nächste Meisterin. Und was heißt das? Klingt nach einer großen Verantwortung. Ja, aber es gibt niemanden sonst in der Hauptfamilie der Fey, der ein Medium ist. Nun, Nick, warum beginnen wir nicht mit unserer Nachforschung? Wir werden kaum etwas in Erfahrung bringen, wenn wir nur im Büro rumsitzen. Na, ich weiß schon, aber zuerst möchte ich mit Pearls sprechen und den Kuchen fressen. Nick? Jo, und hier mit. Ich brauche mal was zu trinken, meine Stimme versagt die ganze Zeit bei Pearls. Ich habe mich wie ein Baby benommen. Ach, Pearls, ist schon okay. Ich habe an ihn gezweifelt, obwohl die mystische Maya ihn voll vertraut hat. Naja, sie war zuerst auch dagegen, dass wir ihn voll übernehmen, nicht wahr?
Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Herr Nick? Jo. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen für das, was ich gesagt habe. Ach, schon in Ordnung. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Nun, ich werde jetzt ein wenig allein losziehen. Bett? Und wohin? Ich bin vielleicht klein, aber ich besitze reichlich Geisterbeschwörungskraft. Ah ja. Darum werde ich Ihnen zeigen, dass auch ich nützlich bin, indem ich Beweise finde. Moment mal. Nick, wir sollten dir etwas Spielraum geben, okay? Okay. 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 Na schön. Ich würde aber sagen, hier machen wir heute erstmal Feierabend. Schon. Also eine ganze Menge Dialog am Ende. Und beim nächsten Mal dann beginnen wir mit unserer richtigen Untersuchung. Und ich denke mal, wir werden zuallererst zurück zu dem Kellerlager gehen. Vielleicht ist Andrews ja jetzt da. Und wir könnten auch nochmal zum Meisterfritzen gehen. Von dem gibt es bestimmt auch nochmal irgendwas Interessantes. Bis zum nächsten Mal.